Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Stellaris. Es ist Mittwoch, der 20. April 2022, 17.46 Uhr. Und ja, wie gesagt, wir sind zurück zwischen den Sternen. Und ja, wie gewöhnlich schauen wir erstmal bei den Planeten vorbei. Also erstmal da, wo es sich lohnt. Weil wir hier noch was machen können, wie auf Tunatio Prime. Sind aber auch nur noch zwei Distrikte, die wir bauen können. Und Defizite sind am höchsten. Nahrung und Bergbau. Minen, Mineralien. Gut, dann machen wir hier den noch voll und ja, ein Bau, ein Nahrungsdistrikt. So. Aber das dauert jetzt natürlich dann, bis wir dementsprechende Arbeiter haben, aber gut. So, Grune. Da sind alle Distrikte bebaut. Und ja, hier fehlen immer noch zwei Büroangestellte. Genau. Dann haben wir noch Gillis Prime. Oh, hier haben wir noch 13 Distrikte. Es fehlt noch ein Landwirt. Der ist bald fertig. Ja, das heißt, wir können ja eigentlich schon den nächsten Distrikt bauen. Nahrung sind wir jetzt bei plus minus null. Das erhöht sich dann ja gleich. Also dann Konsumgüter. Also bauen wir einen Industriedistrikt. Ja, Entschuldigung, irgendwas im Hals. Guti gut. So. So, wir haben wieder 7 Plätze frei in unserer Flotte. Ja, aber jetzt sind wir wenigstens überall. Naja, hier noch nicht. Über 1000, dann bauen wir hier noch. Das ist auch die kleinste Flotte. Dann bauen wir hier noch ein, zwei Schiffe in Flottenmanager. Die Sufna Samada. Ja, wir können ja hier auch einen Kreuzer reinbauen. Erstmal. Dann gucken wir mal. Alle verstärkt. Dankeschön. Gut, unsere Gesandten sind noch unterwegs. Zeitrunner Light Stars, Spionage Netz in Coalition, einer in der Galaktischen Gemeinschaft und einer in der Föderation. So, Coalition sieht wie jetzt wie aus. Ja, 407, sie wird ja auch besser. Und Zeitrun, wie viele haben wir denn dann da jetzt? Ja, 592. Positive Beziehung. Jo, ist ja schon nicht schlecht. Gut. Jo, dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Entschuldigung. Ja. So. Nicht viel los hier gerade. Iribot Animus und Spuxulak. Die Iribot haben den Spuxulak zum Rivalen erklärt. Warum auch immer. Kinderchen. Kinder. Haben wir irgendwelche interessanten Erlasse? Kristalle. Ja, das kann ich halt machen, wenn wir im Krieg sind. Passiert nicht wirklich nicht viel hier. So, unsere Schiffswerften sind auch mehr. Also unsere Sternbasen.
Initiating communications. Um Beitritt zu verlängern, wir würden gerne ein angesehenes Mitglied des Bündnisses United Galactic Federation werden, wenn ihr uns haben wollt. Oh, falsche Stimme. Das sind ja eigentlich die Fieseligen. Also die so sprechen. Entschuldigung. Naja, aber Stimme zu. Sorry. Ja. Gut. Hoffen wir mal, dass sie zusagen. Oh. Och Mensch. Ach Leute. Ja, natürlich. Naja, zu machen. So, dann machen wir hier noch unsere letzten Vorherrschaft. Schaden gegen Sternbasen. Yep, damit haben wir die nächste Aufstiegs. Genau, den nächsten Aufstiegsvorteil. Was gibt's denn hier so? Transzendentes Lernen. Gemeinsames Schicksal. Das zwei Gesandte. In einer Zeit, wo wir nach immer höheren Zielen streben, dürfen wir nicht jene zurücklassen, die uns treu gedient haben. Die glorreiche Zukunft unseres Reiches war schon immer einem gemeinsamen Schicksal bestimmt. Einflusskosten für Untertanenintegration minus 50%. Vertrauensmaximum plus 100%. Okay. Führungsstärke. Und die Natur, Kostenblock entfernen. Ja, brauchen wir nicht. Aber hier können wir das eine Entscheidung, die maximale Anzahl an Distrikten, die ein Planet unterhalten kann, um 2 erhöht. Die kann auf jedem Planeten nur einmalig eingesetzt werden. Das ist natürlich interessant, das sollen wir uns vormerken. Gemeinsame Vision. Wahre Einheit wird nur dann erreicht, wenn die ultimativen Ziele einer Nation und ihrer Bevölkerung identisch sind. Schließlich kann ein Haus, das mit sich selbst uneins ist, nicht bestehen. Ja, das stimmt wohl. Effekte, monatliche Einigkeit plus 10. Bewohner, Nutzung von Dienstleistungen minus 10%. Und Anziehung, Regierungsethik plus 50%. Technologischer Aufstieg. Ich gucke jetzt mal nur nach den Effekten. Forschungsgeschwindigkeit ist erhöht und die seltenen Technologien auf praktische Anwärter. Ist der Schaden gegen gewisse Gruppierungen, gefallene Reiche, erweckte Reiche und die Torbauern erhöht. Diplomatische Bedeutung plus 20%. Verteidiger der Galaxie bringt Schaden an Fraktionen der Endgame-Krisen plus 50%. Okay. Galaktische Macht, Flottenkapazität plus 80. Jetzt sind wir plus 20. Enigma-Ingenieur. Ja, also entweder galaktische Macht oder was war das andere? Gemeinsames Schicksal. Ja, aber da wir ja, das können wir ja dann als nächstes, weil wir müssen ja. Wo ist das jetzt? Galaktische Macht. So, nämlich. So, und damit haben wir nämlich jetzt 224 Flottenkapazität. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können dann gleich weiter ausbauen. Ja. Und ich denke, ich werde hier. Verlust an Föderationserfahrung. Liebe Flotten. Bauen für unsere Flotte, weitere Untertanen. Erklärung, Mitglieder einladen. Bei Migration, separate Verträge. Ja. So, wie weit ist unsere
Marder, so ist auch durch. Der ist auch auf 20 mit dem Kreuzer und 1200 Schaden oder was immer so ist. Militär macht. Okay. Tribunal Fuzzi hat Yurib und Anwar zum Rivalen erklärt. Die Udo-Station. Genau, dann brauche ich hier nämlich ein Kolonieschiff. So, erstmal mal gucken. Ha. Spuxulak und Tribunal haben nicht Angriffsversprechen lassen. Sehen wir mal gucken hier. Kontinentale Welt. So. Kolonieschiff. So. Ja, aber die Spuxelack. Warum die denn, Spuxelack? Warum sind die hier nicht? Die ähnliche, oh, wie heißt die jetzt? Lebensbedingungen haben wir hier. Spuxelack müsste dann der da sein, Insektoid. Arktisch, Tundra. Ja, kontinental konnte ich aber nicht gut leben. Ja, dann. Ach, da steht ja auch die Welt. Mann, Tobi. Du kleiner Flaumkopf. Ja, dann bauen wir doch hier mal. Ja, eigentlich unsere. Ja. Passt schon. Gut. Ja, sehr gut, dann können wir ja gleich. Was haben wir? Bauen wir gerade hier in Technologie wollte ich hin. Hilfsfeuerkontrolle und Antimaterie. Ja gut, passt ja. Dann warte ich bis jetzt noch 34 Monate. Okay. Ja, müssen wir durch. Wäre dann blöd, die jetzt die zu bauen, die neuen Schiffe und dann neu aufzuwerten, nachdem die Techniken durch sind. Gut, dann warten wir ein paar Sekunden, ich muss eben was trinken. Entschuldigung, Leute. So, Screecrow Edition und It's the Last Weaver and Hegemony haben die Rivalität beendet. Ja, ich weiß, war ein verfügbarer Relikt. Ja, aber die brauchen wir nicht, wenn wir nicht im Krieg sind, deswegen ist das totaler Blödsinn. So. Ich kann da nicht hin, ne? Kann ich da hin? Mit meinen Schiffen? Aber der war auch recht stark, ne? Aber irgendwann muss ich hier mal was machen. Kann ich mir nicht alles gefallen lassen immer. Wer ist denn du? Moment. Poké Alliance hat den Migrationsabgang. Naja, das ist doch gut. Dann werden die ja bald dann doch integriert. Unsere pilzen, freundlichen Pilzgruppe.
So, genau. Mein Zivilschiff, mein Kolonieschiff ist fertig. Da. Gut. So, wo ist er denn? Da. Planeten kolonisieren. Ja, das Prime. Passt schon. Sehr schön. Gut. Zeit kann weiterlaufen. Was? Moment. Leute. Kommt klar. Coalition of Matua hat ihr Nicht-Angriffsversprechen mit Siderun Alliance Stars gebrochen. Kein Surprise. Laufende Forschung fehlt Wissenschaftler. Ja, ich weiß. Moment. Ein Beschluss. Oder geht. Schutzengel ist verabschiedet. Ist ja dann auch eine militärische Schutzengel. Moral ist erhöht und der Unterhalt ist aber auch erhöht. Ja, wir haben's ja, Digga. Gut. Anführer gestorben, Wissenschaftler Jal Faber ist unerwartet im Alter von 79. Ein Ingenieur, der hat schwer. So, was ist das hier? Materialien. Ja, das ist auch gut für Ingenieur. Zack. Zack. Ja. Ach. Ja. Was will ich machen? Establishing Colony. Yippee-yay! Ja, Siderun Alliance, das hat ein Nicht-Angriffsversprechen mit Skreek. Mit der Skreek Coalition. Hier. Er ist geschlossen. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. So. Ja, die brauche ich jetzt natürlich dann ein bisschen. Wo sind meine... Boah. Wo sind meine da? Willis Prime. Migrationsabkommen, Spukzulak und Ulsi. No. Survey complete. Gut. Da brauchen wir noch ein bisschen. Kohle braucht auch noch. Willis Prime. Fehlt noch einer, der ja gleich fertig ist, aber da bauen wir auch schon, oder? Nee. Evading hostiles. Hey Leute. Leute. Unser Forschungsschiff. Ja, dann musst du dich da halt verpieseln, Bro. Und warten bis. Wie sind das da überhaupt hingekommen? Na gut. Was ist denn für einer? Meine, 42. Da können wir eigentlich hin mit zwei Flotten eben hinballern da. Oh, Leute, macht mich da nicht weg. Skreek Coalition und Fulci haben Forschungsabkommen geschlossen. Ein Gesandter ist gestöpselt in 94 Jahren. So, wo sind die jetzt? So. New Ship und so. Ach so, logisch.
Gut. Dann fliegt ihr da mal hin. Und macht die Leute platt. Entschuldigung. Was hier? Zeltenelle, Headstars und Zuckerkahn Throng haben Frieden geschossen. Iran, Syndicate und Sidrun haben ein Defensivabkommen unterschrieben. Jetzt haben sie auch ein Migrationsabkommen geschlossen. Jetzt wieder gestiegen. Also gefallen. Wissenschaftler Fendus ist in der Wartebalte von 87 gestorben. Okay. Was haben wir denn hier? Biologie. Musik ist ein bisschen lauter. Pause und ein neuer Vorschlag. Finanzierte Freibeuterei. Jetzt hatten wir schon Toaster gefallen, haben wir auch schon. Achso, wir können jetzt einige Sachen widerrufen. So, als nächstes wird die kooperative Forschung, da habe ich ja für gestimmt. Gut, da hat sich auch noch nichts dran geändert. Leute. Was würde mich das denn kosten? 24. Oh nee, das ist ein bisschen viel, ne? So, nein, war ja richtig da oben. Die baut gerade noch, dauert noch ein bisschen. Gestorben, Lynn Thüler, immer im Alter von 75. Oh, was kann sie denn? Eifrig, endliche Erziehung, Nahrung von Jobs. Kosten, Gebäude minus 10, Kosten, Distrikte auch minus 10, Baugeschwindigkeitsplan etwa plus 10. Das ist beides nicht gerade. Uninteressant. Aber ich nehme das, es macht einfach mehr Sinn. Ergibt mehr Sinn. So, Dankeschön. So, unsere Flotten sind noch unterwegs. Unsere Technologien brauchen ja noch ein bisschen. Die Monate, aber nicht mehr lang. Die Monate, 5 Monate, 5 Monate, sehr gut. Ja, das ist auch in Ordnung. Und dann bauen wir eine neue Flotte im Modus-System. Vielleicht, wenn ich dann da schon bin, dann können wir die von, obwohl, könnten die von beiden Seiten dann in die Zange nehmen, aber da muss ich ja. Guck die an. 11.000. Nein, 114.000. Fick, die Hände. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Unser mentales Netzwerk ist riesig und gibt uns Zugriff auf Gedanken und Ideen aus jedem Winkel unseres Reichs. Trotzdem, bisher hat noch keine einzige
Entität jemals etwas gesehen, was euren tragischen Existenz Wert verleihen würde? Ja, danke. Penner. Muss ich da zurückbeleidigen? Also so, es ist halt immer zum Kindergarten. Mann, 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 ey. Technology discovered. So, erstmal die Technologien. Und durch die Installation eines zusätzlichen Feuerkontrollsystems können unsere Schiffe erweiterte Berechnungen durchführen und so die Genauigkeit erhöhen. Okay, neue Forschung. Was haben wir denn hier? Mehrere Punktverteidigung. Das ist so gut. Zack. Und wir haben regeneratives Rumpfgewebe. Eine genetisch veränderte Version silikonbasierter Bakterien könnte möglicherweise zur Regeneration nicht organischer Materialien manipuliert werden. Okay. Oh, Grasoffension. Nahrungsverarbeitungsanlagen. Kernkapazität plus 2. Ne, erstmal hier. So. Und wir haben eine Senatssitzung. Wird da abgestimmt für die kooperative Forschung. Wer ist dagegen? Wer dafür? Okay, Travel on a Full Sea. Wen habe ich denn? Ja. Ja, aber das ist Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen. Aber wir haben ja noch ist ja kein Handlungsbedarf hier. Gut. Alles klar. Ja. Aber ich kann hier nichts verbessern. Das ist das Beste wohl schon drin. Ja. Dann bauen wir noch eine neue Flotte. Oder nicht? Das ist doch. Oder die in Ullus noch ein bisschen erhöhen. Welche sind gerade in Ullus? Noch. Welche haben wir denn da gelassen? Die Max Armada. Gut, die hat schon 20. Ne? Aber es ist noch kein. Genau, die brauchen noch einen Kreuzer. So. Die Antimaterie-Raketen müssten ja auch knifflig sein. Nach 2 Monaten. Technology discovered. Danke. Antimaterie-Raketen. Fortschrittliche Raketen mit äußerst starken Antimaterie-Sprengköpfen. Ein neues und verbessertes Zielleitungssystem führt sie mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Ziel. Neue Forschung. Sterne, Sternfestung. Habitat. Ja, hier machen wir aber die Sternfestung mal. Können wir die auch noch ausbauen. Gut. Jetzt muss ich eben aufpassen. Da. Welche beiden sind das? Alpakins Armada und New Chip. Also die dann nicht verbessern. Also fliegen die wieder zurück. Das wäre ein bisschen doof. Gut. Alles klar. So, und die brauche ich ja noch ein bisschen. So, alles klar. Okay. Ja. Gut, das dauert hier auch noch ein bisschen. Alles klar, dann machen wir heute ein bisschen früher Schluss, beziehungsweise wir sind ja wieder knapp bei einer halben Stunde. Das ist, glaube ich, so die richtige Dosis für das Spiel, weil so viel passiert ja meist nicht in einer Phase. Und ja.
Gut, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und oder ein Abo. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.